Dahlia, hier ist deine Wette. Also ich muss meine Wette lesen, weil diese Worte in Deutsch... Boah. Du sprichst so toll Deutsch. Ja, du bist nett. Ich wette, dass Bernd Zankel aus dem Stand im Schlusssprung höher springt als ein deutscher, jetzt kommt das Wort, Spitzenhochspringer. Juhu, mein Gott. Dann kann ich jetzt nur sagen, wir haben hier eine kleine Hochsprunganlage aufgebaut. Die Spielregeln sollten so sein, dass jeder nur einen Versuch hat, aber einmal wollen wir ein Auge zudrücken. Wenn also einer einmal reißt, dann darf er es gleich nochmal probieren, aber nur ein einziges Mal. So, dann kann ich jetzt nur sagen, hier ist der Herausforderer, der Mann, der von sich behauptet, er springt mit beiden Beinen höher als jeder andere. Bernd Zankel. Jetzt passen Sie auf, aber Herr Zankel, jetzt müssen Sie erst mal zeigen, was Sie können. Okay. Denn jetzt kommt der Partner hier, meine Damen und Herren, Carlo Trenhardt. Hallo. Man wollte mir zu diesem Auftritt eine Leiter bringen, aber ich hoffe, wir schaffen es auch so. Carlo, Sie sind im vergangenen Jahr 2,31 Meter gesprungen. Ja. Im Fosbury-Flop. Ja, sicher. Das ist das, was wir beide gemeinsam haben. Wir sind beide berühmt geworden durch unsere Flops, ne? Sagen Sie mal, Carlo, wenn man jetzt so aus dem Stand springt, trainiert man das als Hochspringer auch, um Sprungkraft zu kriegen, oder trainieren Sie das also, nicht? Wir machen solche Sachen überhaupt nicht, was er jetzt hier als Wette vorgeschlagen hat. Wir machen höchstens mal Standflop, dass wir also aus dem Stand rückwärts die Latte springen. Ja. Aber in der Art haben wir es noch nie gemacht. Jetzt haben wir hier keine Matten hingelegt, weil ihr gesagt habt, ihr braucht keine Matten. Stimmt das? Also ich habe das nicht gesagt. Er braucht sicherlich... Nee? Brauchen Sie eine Matte? Wollen Sie eine haben, lieber? Nee, wir beide noch nicht. Also, ab wie viel brauchen Sie eine Matte? Ab... Ja, das kommt nachher auf die Sprungart an. Also hierbei brauche ich gar keine. Bei den Sprüngen. Wenn Sie Ihre Arme ausstrecken, wie groß sind Sie dann? Mal ausprobieren müssen. Guck mal hier. 2,60 knapp. 2,60. Ja. Können Sie mal 2,31 zeigen? Können Sie mal 2,31, könnt ihr mal die Latte auf 2,31 halten? Das muss man nämlich, ich finde das so schön, wenn man sowas wirklich mal sieht. Da springt der Bursche drüber hier. Toll. Toll. Ja, Herr Trainer, kannten Sie den Herrn Zankel? Nee, bin ich gekannt. Glauben Sie, dass Sie eine Chance haben, oder glauben Sie, der wollte bloß mal ins Fernsehen? Glauben Sie, das ist seriös? Also Wetten sind normalerweise nicht so seriös, ne? ich glaube schon, dass er eine Chance hat, sicher. Hm. Jeder hat eine Chance. Es wird schwer für ihn. Also ihr habt alle einen Sprung, alle einen Sprung und einen Fehler dürft ihr mal machen. Einverstanden? Ja, dann fangen wir an. Ich würde vorschlagen, der Carlo Trenhardt fängt an, nicht? Start bei 1 Meter Höhe. Bitte schön, der Pepe macht dann immer einen Tusch. Das ist ja noch gar nichts. So. Jetzt gehen wir auf 1,10 Meter. Also ich hätte hier schon Schwierigkeiten, muss ich sagen. Naja, gut. Ich könnte Ihnen wirklich, dass Sie die Wette gewinnen, bei der Sache vorhin. Ja. So. Aha. Also ich muss unseren Fernsehzuschauern zu Hause jetzt wirklich mal sagen, nehmen Sie sich mal einen Besenstiel, machen Sie den mal auf 1,20 Meter und dann versuchen Sie aus dem Stand da drüber zu hopsen. Dann wissen Sie, was die Burschen hier machen. Carlo, bitte. Auch noch klar. Wir erhöhen jetzt jeweils nur um 5 cm. 1,25 Meter. Carlo. Oh. Also jetzt wird's knapp. Jetzt wird's knapp.
muss nur meinen Konkurrenten bitten, ohne Anlauf zu springen. Er springt vorher mal kurz schon. Ist er eben mit Anlauf gesprungen? Nee, also nicht mit Anlauf, mit Vorsprung so. Aha, also er muss richtig aus. Gut, wir passen auf, wir passen auf. Die Wette ist von ihm, deswegen. Ja, ja, alles klar. Carlo, alles klar. Gut, gut. Achtung. 1,30, Freunde. Aus dem Stand. Das muss man erstmal. Carlo, kommen Sie ruhig zu mir. Lassen Sie sich Zeit, Herr Zankel. Bernd, Sie haben noch einen Versuch. Lassen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich Zeit. Sie haben noch einen Versuch. Noch einen Versuch und wir beide passen schön auf, dass er es aus dem Stand macht. Das ist ganz richtig. Gut. So. Ganz ruhig bleiben. Und lange Zeit. Achtung. 1,30 Meter. Tut mir leid, Bernd. Das war der letzte gewesen, ja.